Ich darf mich herzlich bedanken für diesen musikalischen und auch politischen Beitrag und zuallererst den ersten Redner ankündigen. Und zwar ist das Christoph Bautz. Wir kennen ihn nicht nur als Mitgründer von Camp Act, sondern auch als Mitorganisator dieser fantastischen Demo. Begrüßt mit mir Christoph Bautz! Ja, hallo Berlin! Wow, so viele Menschen! Solch ein prachtvolles Bild, solch eine Feier für diese Demokratie, für ein anderes Europa und gegen die Hetzer und Rassisten. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wisst ihr, was das Krasse ist? Solch ein Bild entsteht gerade 50 Mal in ganz Europa. In 50 Städten gehen heute Menschen auf die Straße für ein anderes Europa. Und noch eine tolle Botschaft. Heute hier bundesweit sind ganz viele Menschen unterwegs und ich will euch kurz sagen, wie viele. Fangen wir mal mit Leipzig an. In Sachsen ist es besonders nötig zu demonstrieren und dort war es eine der größten Demos jemals mit 10.000 Leuten. In Frankfurt sind es 16.000. In Stuttgart sind es 12.000. In Hamburg sind es 15.000. In München 20. Hier auf dieser Demo und bei den vielen hier in Berlin sind es zusammen 25.000. Und Köln. Köln, die schießen den Vogel ab, die sind 45.000. Dann noch 9.000 bei den vielen in sonst wo, 2.500 in Freiburg. Und alles zusammen gibt 150.000 Menschen. Ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem Tag, da wachsen wirklich die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents zusammen. Die größte gemeinsame Demonstration, die es jemals in der Geschichte von Europa gegeben hat. Das ist europäische Zivilgesellschaft, wie sie lebt. Lasst uns diesen Tag feiern und sagen, dem Nationalismus gehört die Vergangenheit, die Zukunft gehört Europa. Und liebe Freunde, es gibt noch etwas zu feiern. Es gibt noch etwas zu feiern mit unseren Freundinnen und Freunden, die gerade in Wien demonstrieren. Der Strache. Und diese ekelhafte Koalition aus ÖVP und FPÖ, die sind weg! Das Video von Ibiza, ich glaube, das hat sehr eindrucksvoll nochmal gezeigt, das wahre Gesicht von AfD und FPÖ und Co. Sie geben die Saubermänner, aber sie hantieren mit Schwarzgeldern. Sie behaupten, Demokraten zu sein. Aber sie verachten Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Wer wie dieser Sebastian Kurz glaubt, mit diesem Pakt eine Regierung bilden zu lassen, der verrät eine Demokratie. Die Lehre aus Österreich muss sein, eine klare Linie zu ziehen. Rechtsextreme und Demokratieverächter, die haben in einer Regierung nichts, aber auch ein gar nichts zu suchen. Und genau deshalb geht an solch einem Tag wie diesem auch die Botschaft nach Sachsen und dort an die CDU raus. Wagt es nicht, einen auf Kurz zu machen. Wagt es nicht, mit der AfD im September nach der Landtagswahl eine Regierung zu bilden. Dann bekommt ihr es mit diesem tausendfachen Widerstand zu tun. Die Nationalisten haben genau das Gleiche vor wie in Österreich. Diese Nationalisten, die wollen die EU von innen heraus zerstören und sie als Parlament nehmen, um gegen Minderheiten zu hetzen und völkisches Gedankengut zu verbreiten. Unsere Antwort darauf ist, nie wieder 43%. So viele, nein, so wenige Menschen
sind das letzte Mal nur zur Europawahl gegangen. Und wenn die Nationalisten nur wieder ihre Anhängerinnen mobilisieren, dann machen die Salvinis und die Le Pens Luftsprüche. Wir rufen die Menschen in ganz Europa auf, geht wählen und wählt die Nationalisten ab! Ich glaube, wir alle als progressive Linke müssen ein Stück weit würdigen, was Europa leistet. Durch die EU herrscht Frieden seit 70 Jahren. Die Schlagbäume sind gefallen, ein gemeinsamer Rechtsraum ist entstanden. Ja, das ist eine historische Leistung. Aber wir sind hier nicht nur da, um Europafahnen zu schwenken, sondern wir wollen auch, dass sich dieses Europa ändert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als hier noch mehr Menschen standen und gegen TTIP und CETA demonstriert haben und eben auch für ein anderes Europa. Dieses Europa mit sich muss sich ändern und wenn ich euch hier sehe, wird sich dieses Europa ändern. Zum Schluss vier ganz konkrete Punkte, wo sich was ändern muss. Erstens, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Das ist ein Akt von Barbarei. Das hat in einer zivilisierten Gesellschaft nichts zu suchen. Was es braucht, das sind sichere Fluchtwege. Das sind die Ursachenbekämpfung von Fluchtgründen. Mit der Festung Europa muss Schluss sein. Zweitens, ein Europa, das seinen Süden kaputt spart, hat keine Zukunft. Was es jetzt braucht, ist ein sozialeres Europa. Einen europäischen Mindestlohn, eine europäische Grundsicherung, Investitionen in die, gerade die abgehängten Regionen. Wir sagen, lasst Solidarität zwischen Nord und Süd, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern dieses so wunderschönen Kontinents erblühen. Drittens, wenn unsere Kinder noch eine lebenswerte Zukunft haben sollen, dann muss die EU die Klimakrise bekämpfen, und zwar radikal. Was das heißt, die Forderungen der Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future aufnehmen und sagen, bis 2035 muss dieses Land und muss Europa klimaneutral sein. Das schaffen wir nur, indem wir uns mit den VWs und Daimlers, mit den Exxon und RWEs ganz massiv anlegen. Steigt aus Kohle, Öl und Gas. Die Zukunft ist erneuerbar. Und ein allerletztes. Gerade an diesem so wunderbaren Frühlingstag, wo, als ich hier langgelaufen bin, ich im Berliner Tiergarten überall habe, die Nachtigallen singen hören. Wir wollen keinen stummen Frühling. Wir wollen nicht, dass das Insektensterben weitergeht, dass die Vögel weiter sterben, die Schmetterlinge und die Bienen. Die EU-Agrarpolitik muss sich ändern. Wir wollen eine bäuerliche, wir wollen eine artgerechte und wir wollen eine ökologische Landwirtschaft gefördert sehen. Lasst unsere Wiesen und Felder erblühen! Ich komme zum Schluss. Wenn man anschaut, welche Politik das EU-Parlament gemacht hat, dann ist es häufig eher die progressivere im Vergleich zu den Mitgliedstaaten und auch häufig im Vergleich zur Kommission. Wenn jetzt die Rechtsextremen und die Nationalisten da gestärkt einziehen, dann ist es mit den progressiven Pflänzchen, die schon manchmal wachsen, schnell wieder vorbei. Deswegen lasst uns Nationalismus und Rassismus, lasst uns Hetze und Hass die Stirn bieten. Und am nächsten Sonntag die Rechten abwählen. Danke!